Willkommen zu diesem Unboxing und Test. Wir werden diesen RC-Helikopter zuerst auspacken, uns genau anschauen und dann gehen wir natürlich auch gleich raus und testen ihn. Ja, wir haben hier von Amevi den Lama RC-Helikopter, ein Scale-Helikopter, sprich hier sind auch einige Details enthalten. Der Heli ist 510 mm lang, das heißt 51 cm, ist damit auch schon etwas größer. Ja, inklusive Fernbedienung und Akku. Wir schauen mal, was auf der Verpackung noch so aufgeführt ist. Hinten sind ein paar Details. So, wir haben hier die Funktionen beschrieben. Natürlich hoch, runter, vorwärts, rückwärts, links, rechts, 360 Grad Drehung, Linksdrehung, Rechtsdrehung und schweben kann er. Wichtig zu wissen, kann im Freien auch bei Wind fliegen, Windstärke 3 bis 4. Das ist nämlich schon mal ziemlich gut. Hier haben nämlich einige Helis auch Probleme. Preislich liegt das Teil übrigens etwa bei 85 Euro. Ich habe den hier bei Amazon bestellt und den Link dazu packe ich euch wie immer in die Infobox. Einfach unten aufklicken. Somit könnt ihr euch das Teil auch direkt bei Amazon anschauen und bei Bedarf bestellen. Ja, wir packen mal aus. Wir öffnen mal die Verpackung. So, dieser Anblick kommt euch entgegen, wenn ihr die Umverpackung entfernt habt. Hier ist auch noch eine Betriebsanleitung dabei. RTF, Ready to Fly, also es ist alles enthalten, was man benötigt. Ja, der Heli, hier, wir fangen mal mit dem Zubehör an. Da haben wir einmal ein Netzteil und hier dieses Zwischenteil fürs Netzteil. Und zwar ist es ein Ladegerät für einen LiPo-Akku, der hier enthalten ist. Und dann haben wir hier die Fernbedienung. Ja, der Helikopter und die Fernbedienung sind gut gesichert. Zum einen ist hier mit Tesa ein bisschen was festgemacht, aber vor allem als Transportsicherung auf der Rückseite hier mit Kabelbindern. Und wir haben auch noch Ersatzteile auf der Rückseite, also Rotorblätter, seht ihr hier. Wir entfernen mal diese Transportsicherung. So, den Heli haben wir schon mal von der Umverpackung befreit. Ja, Modell ist maßstabgetreu nachgebildet. Hier auch mit wirklich auch ein paar schönen Details für diese Preisklasse. Man darf nicht vergessen, das Modell kostet nur ungefähr 80 Euro. Hier nochmal von vorne. Hier wird dann der Akku angeschlossen oder direkt geladen. Ich glaube, der Akku ist hier drin. Ja, der Akku ist hier fest drin, wird hierüber wohl nur geladen. Ja, ich bin gespannt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und wie gesagt, 51 cm ist jetzt auch nicht gerade klein. So, dann gehen wir mal weiter zur Fernbedienung. Die ist recht groß. Vierkanal. Und hat hier sogar so ein digitales Display. Das hier rastet immer so ein bisschen ein. Und man kann nach links und rechts mit Rückschlag. Und hier diese Schubhebel, dieser Schubhebel für wahrscheinlich das große Rotorblatt lässt sich einrasten, das ist so justiert und alle anderen springen wieder in die Ausgangslage zurück. Ja, soviel zum Unboxing. Wir gehen jetzt natürlich raus und testen den Heli im Freien. So, wir sind outdoor für euch, haben die Fernbedienung mit dem Heli verbunden. Und wir versuchen mal, ihn zu fliegen. Klappt schon mal ganz gut. Aber man muss sehr feinfühlig damit umgehen. Kleinste Bewegung. Ah, jetzt ist er wieder runtergekommen. Ich hole ihn nochmal her. So, ein neuer Versuch. Wie ihr gesehen habt, kleinste Bewegungen können das Flugverhalten schon verändern. Und aus meiner Sicht ist es immer so ein bisschen verzögert, aber wir versuchen es nochmal. So, geben ein bisschen mehr Gas. So, wir versuchen mal eine Geschwindigkeit zu erreichen, in der er schwebt.